Heute Water or Wine, nicht Wasser oder Wein, denn ich habe einen Gast aus den USA, nämlich Jack Meyer, der hier in Speyer zu Gast ist, anlässlich der Stolpersteinverlegung. Das Gespräch mit Jack Meyer führe ich in Englisch, ich versuche es zumindest. Sind Sie in Speyer geboren? Ja, in Speyer geboren, aber Speyermarisch spreche ich nicht mehr. Obwohl es meine Muttersprache ist, ich sprach Deutsch in den ersten 7 Lebensjahren, aber dann die 80 weiteren Jahre Amerikanisch. Er emigrierte 1937 mit den Eltern in die USA. Es ist nicht das erste Mal, erklärte Jack Meyer, dass er in Speyer zu Besuch ist. Das erste Mal war so vor circa 40 Jahren und er liebt Deutschland sehr. Hier in Speyer, it's an old town. Speyer ist eine alte Stadt, wesentlich älter als Ohio, wo Meyer jetzt lebt. Und Meyer war in Speyer ein Jahr bevor das 2000-jährige Stadtjubiläum gefeiert wurde. In late 1990, yeah. The first time I came here was in 1985. And then I've been back, I don't know, maybe a half a dozen times. Die Familie emigrierte aufgrund der Verfolgung des Nationalsozialismus. Und ja, wir hatten viel Glück. Our whole family was saved. Your family had great luck? Yes, it all was luck. Einige Verwandte emigrierten bereits um 1890 und halfen uns. When Germany had a depression, and their father, my great grandfather, had 7 children. My grandfather was the oldest of the 7, and then their father, my great grandfather, Opa, sent 2 of his boys to the New World. Sein Vater selbst war Teilnehmer des Ersten Weltkrieges und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, aber das half nichts. Als Jude wurde man zuerst behindert und dann verfolgt. Viele Leute dachten, wenn sie am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben, dann werden sie nicht verfolgt, aber das war wohl nicht der Fall. Und die Familie war zudem aktiv in der jüdischen Gemeinde. Active Jewish people? Yes, we were. My synagogue was just a half a block from my house, and we used to go often. In den USA arbeitete er in einem Schuhgeschäft. Nein, es war der Vater. Er selbst war als Erwachsener in der Textilindustrie und in einer großen Gesellschaft beschäftigt. Was waren die Gefühle, wenn Sie Deutschland besucht haben? Sehr gemischte, aber Speyer liebe ich. Es ist meine Heimat, meine Heimatstadt. I love Speyer. Speyer is my home. It's still my hometown, even though some bad things happened in the middle of it. I've brought all my children. Last year, I came with all 5 of my grandchildren to visit Speyer. And that's when I saw that the first Stumpelsteine were laid here in this town. Speyer was very late in starting that. And then when they saw me here, the government saw me here, the mayor, then I think it was somewhat instrumental. Aber als die ersten Stolpersteine verlegt wurden, Speyer war da sehr spät dran, sprach er mit dem Oberbürgermeister. Erinnern Sie sich an manche Straßen? Sie waren sehr jung, als Sie Speyer verlassen mussten. Ja, ich kannte die Straßen bei unserem Haus. Die Maximilianstraße, natürlich, war Speyer für mich. Diese Straße. In dieser Straße, vor dem Haus, wo die Meyers zuletzt wohnten, wurden nun 5 Stolpersteine gesetzt. Und Schüler und Schülerinnen der Burgfeld Realschule tragen die Biografien der Meyers vor. Sie nehmen Untermieter auf, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Else spricht etwas Englisch, die beiden Söhne zunächst nicht. Else Meyer stirbt Anfang der 1950er Jahren.
Jack Meyer besucht als Erwachsener einige Male Speyer. Er und seine Frau Irma sind dabei, als die Synagoge Beit Shalom am 9. November 2011 ihrer Bestimmung übergeben wird. Auch heute ist er hier dabei, wenn wir für ihn und in Erinnerung an seine Familie Stolpersteine verlegen. Wir verlegen heute vor dem Haus Maximilianstraße 47 Stolpersteine für Alfred Meyer, Else Meyer, Bernhard Meyer und Jack Meyer sowie Sigmund Meyer. Nach dem Verlegen der Steine ergreift Jack Meyer selbst das Wort. Er gibt Erläuterungen zu den Lebensläufen seiner Familie. Ich habe sie nicht ins Deutsche übersetzt. Die Zuschauer werden seine Worte wohl verstehen, auch im lauten Straßenlärm. I come from a very proud family that identified itself as Jewish Germans or German Jews. I don't know which is better. We were proud to be Germans. My dad volunteered and joined the army during World War I in his early 20s, even being awarded an Iron Cross. To be able to emigrate to the United States well before the horrible times that cost the lives of so many, including 6 million Jews. My father was able to leave in 1937, and my mother, brother, and I followed it a year later. Ask me later, and I will tell you the whole story of how my dad was able to bring us to the United States. Though I was very young when we left Germany, there are many memories that I remember to this day. I remember searching for my father many afternoons when he was busy playing cards while my mother was taking care of the store with his other German cronies. And I searched the cafes because they would never tell me which one they were going to play in. But I found him most days. And I would stand behind one of the men and they'd buy me a pastry. Good days. I remember visiting every candy store on Maximilianstrasse. Their samples were delicious. I have to try some today. I remember playing with a lot of kids, playing. I remember my brother crying for all of the stones that were laid today because many, many of those people no longer have anyone to say Kaddish with them. So those of you can say it with me, please do as we recite Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah Yoma Divrah Hurte v'hamlikma Hurte V'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael V'agalo v'zman kariv v'yimromein Yehei Shemei Rabbah Mavorach V'alam lal me'omayo Yitbarach v'yishtabach v'yitboha v'yitlamam v'yitnasei V'yitavdar, v'yitale, v'yitalal, sh'mei d'kudisha b'richyo. V'eilo min kol bir hata v'shurato, tushpachota v'nechavota, damirom v'yolma v'yimromein. Yehei shlomo rabo min shemayo, v'chaim aleinu v'yol kol yisroel v'yimromein. Osei shalom b'yimromav, hu ya'asei shalom, aleinu v'yol kol yisroel. Mit dem jüdischen Totengebet, dem Kaddisch ab. Dann ist für ein paar Minuten Stille in der Straße. Mögen Sie den Pfälzer Wein? Yes, although I, to be honest with you, I drink red wine more than the white wine. But I like the wine from here. The first time that I came, like in the 1990s, I was given a couple bottles that had the label of Speyer on it. And I hate to tell you, the wine was past its time. So I was very disappointed when I opened that wine. But normally, it's very, very good. But of course, we in Speyer have also much water, you know, the Rhine. Right. Wie lange bleiben Sie diese Tage in Speyer? Leider nur sehr kurz. Morgen geht's zurück, weil meine Tochter mit den Kindern nach Israel fliegt. One of my daughters is going to Israel tomorrow. She has 2 children that are in school there for the year. They're college students. And the other 2 daughters and I are going to Prague
Also, dann genießen Sie den letzten Abend hier in Speyer. Vielleicht mit einem guten Wein. Thank you. And there will be wine.